Die ersten Erschütterungen des Erdbebens in Nepal 2015 haben diese Menschen direkt in einem Pool erlebt. Es muss ein ziemlicher Schock für sie gewesen sein. Dieser 22 Meter lange Swimmingpool in Brasilien, der sich direkt über der Tiefgarage eines mehrstöckigen Gebäudes befand, krachte plötzlich zusammen. Bilder von Überwachungskameras zeigen, wie der Boden des Beckens nachlässt und eine sintflutartige Überschwemmung verursacht. Zum Glück geschah es in der Nacht, als sich in der Tiefgarage niemand aufgehalten hat. Schön heißt nicht automatisch sicher. Dieser schreckliche Dacheinsturz passierte in einem Vergnügungspark in der holländischen Stadt Baarlo. Nach dem schweren Unglück haben die Besitzer beschlossen, das Schwimmbecken komplett abzureißen. Stellt euch das Gesicht des Besitzers dieses Pools vor, als er diese verrückte Show in seinem Garten beobachtet hat. Als es 2019 auf den Philippinen zu einem Erdbeben kam, verwandelte sich dieses Schwimmbecken in einen kleinen stürmischen Ozean. Ähnlich wie dieser Pool auf dem Dach eines Hotels in Taiwan während eines Erdbebens der Stärke 7,3. Nichts Besonderes, nur ein paar tierische Nachbarn, die vorbeikamen, um einen neuen Pool in Augenschein zu nehmen. Das Pavian-Duo in Südafrika hat sich eine Poolparty gegönnt. Dieser Kerl scheint der beste Rasenmäher aller Zeiten zu sein. Während der Waldbrände in Portugal haben Löschhubschrauber Wasser direkt im privaten Schwimmbecken getankt. Es hagelt so heftig, dass das Wasser zu brodeln scheint.
Für diese Kinder endete das Schwimmen im Pool, gelinde gesagt, unerwartet. So etwas gibt es in keinem Wasserpark der Welt zu erleben. Der amerikanische Schwarzbär entdeckte diesen Pool und dachte sich vermutlich, dass es die beste Entdeckung seines Lebens war. Etwas Besseres bei Sommerhitze als das kann man sich tatsächlich kaum vorstellen. Gleich werdet ihr die beste Illustration für das archimedische Prinzip aller Zeiten sehen. Habt ihr schon mal 68.000 Liter Wasser in wenigen Sekunden auslaufen sehen? Der Kerl hat beschlossen, die Badesaison radikal zu schließen. Jeder Swimmingpool ist im Grunde ein kleiner Stausee, der jeden Augenblick auslaufen kann. Vor allem, wenn er nicht sachgerecht installiert wurde. Elche lieben es zu schwimmen und kommen immer unangekündigt. Aber das Herauskommen aus dem Pool ist für sie ein großes Problem. Ja,
La femelle est partie par chez Emile. Elle, non, elle est revenue. Hein. Das Universum selbst hat ihm eine Abkühlung im Pool beschert. Nach dem Anschauen des heutigen Videos werdet ihr euren Holzzaun bestimmt durch etwas Sichereres ersetzen wollen. Zumal der Pool im Garten bei vielen Familien ein beliebter Ort für Erholung und Entspannung ist. In diesem Fall krachte ein betrunkener Autofahrer in den Hinterhof eines Hauses in New York City und zerstörte alles in seinem Weg. Ein Glück, dass es schon spät war und alle, einschließlich der Kinder, im Haus drin waren. Und der Besitzer dieses Hauses in Pompano Beach musste einen Autofahrer und seinen Beifahrer aus dem Wasser ziehen, nachdem das Auto, mit dem sie unterwegs waren, in seinem Pool landete. Lauft! Stirb! Dieser Spaß lässt sich mit nichts vergleichen. Das Erdbeben an Ostern 2010 hat das Wasser in den Schwimmbädern in ganz Kalifornien durchgeschüttelt. Ja. We just had a massive earthquake right now. Wow. Still moving. Und so sah es an diesem Swimmingpool in Nepal aus, als es dort zulande zu heftigen Erschütterungen mit einer Magnitude von mehr als 7 kam. Selbst wenn alle anderen Dinge an Ort und Stelle bleiben, kündigt Wasser ein Erdbeben immer als erstes an. Look at this. This is madness. Ich nehme an, der Eigentümer des Hauses war nicht besonders traurig, denn ihm ist immerhin ein umwerfendes Video gelungen. Wenn auf hoher See ein Sturm tobt, macht ein Swimmingpool an Bord eines Kreuzfahrtschiffes mit. In der Stadt Plum im US-Bundesstaat Pennsylvania ereignete sich ein schwerer Autounfall. Ein PKW rammte bei voller Fahrt den Zaun eines Privatgrundstücks und krachte in ein Schwimmbecken. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Garten. Der Winzling sprang zwecks Abkühlung in ein Schwimmbecken in einem südafrikanischen Safari-Park, kam aber aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Seine ganze Familie eilte ihm zur Hilfe, doch der Kleine wollte es unbedingt alleine herausschaffen. Thank you.
Trockeneis ist eine feste Form von Kohlendioxid. Wird es in einen Pool gekippt, geht es sofort in den Gaszustand über, wodurch sich dichte Nebelschwaden bilden. Doch solche Experimente dürfen auf keinen Fall in geschlossenen Räumen durchgeführt werden, denn sonst läuft man Gefahr zu ersticken.你别笑，我最后转一个圆吗？啊，打靶子流氓，打破，他来弄的。Dieser Bursche hätte beinahe eine Weltumschiffung unternommen. Dieser Militärlastwagen ist ein so universell einsatzbares Fahrzeug, dass man damit sogar einen Swimmingpool abreißen kann. Sie wollten vorsichtig das Wasser aus dem Pool ablassen, sodass die Garage nicht überflutet wird. Doch weder das eine noch das andere hat geklappt. Was für eine Naturkatastrophe. Wenigstens steht der Muldenkipper schon bereit, um deren Folgen zu beseitigen. Poolabdeckplanen sind gefährliche Dinge, die Haustieren zum Verhängnis werden könnten, wenn sie alleine bleiben. Glücklicherweise konnte dieser Vierbeiner, nachdem er 15 Minuten lang im eiskalten Wasser herumgeschwommen ist, gerettet werden. Ein Vorfall aus Singapur. Eine SUV-Fahrerin hat ein Schwimmbad mit einem Parkplatz verwechselt und ihren Fehler zu spät bemerkt. Auch wenn man kein Bräutigam ist, kann man trotzdem zum Star des Abends werden. Mitunter scheint es, als ob Swimmingpools eine Intelligenz besitzen und sich irgendwann sagen, das war's, ich hab die Schnauze voll von diesem Job.
Wer solche Spaßvögel in der Familie hat, sollte niemals in einem Pool einschlafen. Sie haben sogar Artillerie eingesetzt. Sharpening that knife. Oh, look at that! That's it! He got his shoes wet! He got his shoes wet! Oh, man. Wer einen Ramenpool sein eigen nennen kann, kann jederzeit eine coole Show veranstalten. That was cool. That's crazy. Yeah, so poke. Ein ausladender Nachbarsbaum spendet viel Schatten, aber der Preis dafür war am Ende dann doch zu hoch. Die Explosion der Trockeneisbombe im Pool sieht sicherlich sehr beeindruckend aus, aber mach das bitte nicht nach. Es ist ein ziemlich gefährlicher Stoff. Ein bisschen angewandte Poolphysik. Schreibt in die Kommentare, ob ihr wisst, um welchen Effekt es sich dabei handelt. Oh my gosh, that was awesome. Es war ein großer Fehler, den Pool in der Kälte vollzulassen. Die Eisschollen prallten mit solcher Wucht gegen den Zaun, dass er im Nu weggerissen wurde. Dieser Pool vibrierte wie ein Equalizer während eines Erdbebens im Ort Kailua Kona in Hawaii.
So etwas passiert sogar im sonnigen Italien.